Moin ihr Lieben, habt ihr schon Teil 1 gesehen? Hier von diesem Follow Me Around XXL, was ich in 3 Teile aufgeteilt habe. Wenn nicht, dann solltet ihr das tun. Link ist natürlich in der Infobox. Da erkläre ich auch, warum ich das alles so ein bisschen auseinandergepflückt habe, warum es 3 Teile gibt und warum meine Tage nicht zusammenhängend sind. Ich habe mich für Follow Me Arounds immer sehr verrückt gemacht und sehr gestresst und deswegen kann ich sagen, ich hasse es, Follow Me Around zu drehen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, was mache ich mich eigentlich so verrückt? Warum versuche ich euch alles eins zu eins zu zeigen, wenn es eigentlich einfach viel zu viel Aufwand ist? Es ist mir jetzt egal, ob man alle Pferde gleichwertig sieht. Es ist mir egal, ob man den kompletten Ablauf sieht. Ich möchte, dass ihr Spaß habt und dass ich Spaß habe. Und deswegen gibt es jetzt diese 3 Teile und wir befinden uns an Tag 2. Und mehr Infos gibt es sonst auch in der Infobox. So. Ich versuche das jetzt nochmal an Tag 3, euch irgendwie zusammenhängend was zu filmen. Das ist auch das Problem, warum Follow Me Arounds echt schwierig sind, weil man doch irgendwie seinen Tag immer so durchzieht und seinen Plan hat und dann kommt noch was dazwischen und dann ist das mit dem Film doch ganz schön aufwendig. Ich bin jetzt aber motiviert, das heute zu schaffen. Die Pferde waren schon draußen, die sind jetzt schon wieder drin und kriegen jetzt noch ihre 3. Mahlzeit. Und dann fahre ich nochmal kurz los und besorge den Pferden Lecksteine. So, Sammy bekommt hier nur die Heukops, die man nicht aufweichen muss. Das ist ganz praktisch. Das ist echt nochmal ein guter Rauffutterlieferant. Und die mögen die sehr gerne und die Qualität ist halt eben sehr hochwertig. Und die anderen 3 kriegen noch ein ganz bisschen Müsli dazu. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Also ganz flach nur eben drüber gestreut. You think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Ich werde jetzt schon mal von den Stuten die Boxen müssen. Ich habe ja gerade gezeigt, dass ich sie in die Halle geschmissen habe. Da ich nur mein Handy in dem Moment zur Hand hatte, habe ich es mal kurz im Handy gefilmt. Aber bevor ich jetzt anfange zu misten, kann ich euch nochmal erzählen, warum die Pferde genau so stehen. Ich glaube, das habe ich nämlich noch nicht. Ich habe nur erzählt, dass sie rübergegangen sind. Ich habe entschieden, dass Sammy ganz da vorne steht in der Box, weil sie erstmal gegenüber keine Box mehr hat und dass das Ende ist quasi vom Heufüttern und Streuen und sowas. Und sie ja so ein bisschen mit Husten zu tun hat und generell auf staubige Luft schneller reagiert. Habe ich dann entschieden, dass sie ganz nach außen kommt. Da ist nämlich am wenigsten Staub. Würde sie jetzt irgendwo hier in der Mitte stehen, dann hier, also hier in der Mitte wird ja nochmal aufgeschüttelt und gefegt mehr und sowas. Das ist der Hauptgrund, warum Sammy ganz außen steht. Und dann muss Holly zwischen Carlson und Sammy am besten stehen, weil sie darf auf keinen Fall ganz nach außen, wo Palou steht, denn da wird es auch mal so Pferdewechsel geben. Diese Box ist halt eben nicht fest belegt, da werden mal junge Pferde reinkommen, vielleicht auch mal Berittpferde. Und von daher habe ich entschieden, dass Palou ganz nach außen kommt, weil der nämlich wirklich der verträglichste ist. Und so hat sich diese Konstellation auch schon ergeben. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, Sammy sollte ganz nach vorne, weit weg vom Staub. Und Palou musste einfach als letztes neben dann den fremden Pferden, weil er einfach am sozialsten ist. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt einfach gesagt habe, aber ich glaube, es ist recht nachvollziehbar gewesen. Und Kasper, bist du schon wieder rum? Die Jacke finde ich super, ne? Da kann man immer vorne schön reinkneifen. Hey, du kleiner Schlawiner. Ich weiß nicht, was er mit der Jacke hat, aber er findet das super. Also er zieht ja gerne an Jacken, aber diese favorisiert er total. Du bist frech. Und ich bin inkonsequent. Jetzt gucken wir nochmal nach Palou. Guck mal, dich habe ich auch noch gar nicht richtig gezeigt. Der hat so eine braune Nase und du siehst ein bisschen aus wie ein Maulwurf. Haben die nicht auch eine hellere Nase? Und Palou ist immer sehr charmant beim Kuscheln. Der holt mich nämlich immer zu sich ran und drückt mich an den Boxenmann, damit ich nicht weggehe. Und mein Arm soll am besten jetzt auch noch mit. Palou, da muss ich die Kamera kurz wegstellen. Da das Misten nicht so spektakulär ist und viel zu lange dauert für einen Zeitraffer, weil sonst der Akku gleich leer ist, lege ich die Kamera eben weg und zeige euch dann gleich, wie die Boxen fertig aussehen. Before
return. Ich habe mir jetzt Palu schon mal ganz schnell fertig gemacht, damit wir kurz spazieren gehen können. Ich will ihn eigentlich auch später noch reiten, aber trotzdem beim Schrittlaufen, da vertreten sich nochmal anders die Beine und deswegen gehe ich mit den Jungs spazieren. Aber jetzt muss ich kurz hier, Patrick konstruiert da schon wieder irgendwas. Ich hoffe, wir sind beide ein bisschen drauf. Sehr unprofessionell jetzt mit dem Handy, aber die Kamera jetzt mitzuschleppen wäre doch ein bisschen viel Aufwand. Wir gehen jetzt so eine Viertelstunde, 20 Minuten Schritt. Und dann mache ich mit Kaizen weiter und dann geht es mit den Stuten weiter. Also ihr merkt, es gibt immer viel zu tun, aber ich liebe es. Ich liebe es, lange im Stall zu sein und ich liebe es, oh, da fiel ein Blatt vom Baum. Und ich liebe es, ganz, ganz viel mit den Pferden zu machen. Julina ist jetzt auch da und leistet uns Gesellschaft gleich beim Laufen und nimmt Sammy mit. Sammy, kriegst du noch eine extra Runde? Wir sind zurück und Patrick war schon fleißig und hat hier so Anbinderinge angebracht. Und Sammy kann man auch wieder beidseitig anbinden, da wir das ganz viel geübt haben und sie keine Angst mehr hat, dass irgendwas passiert und sich auch nicht mehr ins Halfter hängt. Ich habe euch ja erzählt, dass Sammy ein bisschen hustet und das ist eigentlich schon besser. Also sie hustet eigentlich fast gar nicht mehr, aber trotzdem. Wir haben hier eine Stallkollegin, die ein Inhaliergerät hat und das ist unterstützend ganz gut. Das ist auch einfach generell mal ganz gut, um die Atemwege so ein bisschen ja, frei zu bekommen. Gerade in den, wenn es jetzt so nass, kalt ist, schadet das nicht. Und deswegen inhaliert Sammy. Und da ist eine Kochsalzlösung drin. Richtig? Kochsalz. Und Sammy findet das eigentlich auch gar nicht so schlimm. Und in der Zeit streichen wir sie ganz viel und das findet sie natürlich super. Weil alleine lassen können wir sie dabei nicht, weil das hier ja alles so verbunden ist. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Erfahrungen habt mit Inhaliergeräten und was ihr so benutzt generell. Finde ich mal ganz interessant. Jetzt schauen wir mal den Meistermister über die Schulter. Das ist leider nur Späne, das ist nichts Besonderes. Ich mache jetzt das Futter fertig. Ich habe das immer. Das sind so Aufgaben, wo ich froh bin, wenn die erledigt sind, genauso wie müssten. Ich zeige euch jetzt nur einen kurz Sammy. Das andere, da gibt es schon mal ein komplettes Futtervideo zu. Und Sammy kriegt jetzt heute das erste Mal eine neue Futtersorte. Ich werde mich jetzt nämlich so ein bisschen durchtesten bei Mühldorfer, bis ich so die für mich perfekteste Lösung gefunden habe. Auf jeden Fall ist das ein präbiotisches Futter und es ist, hier seht ihr, getreidefrei. Außerdem ist das Stärke und Zucker reduziert. Also eigentlich genau die Dinge, die ich für Sammy brauche. Und deswegen bin ich gespannt. Und das ist sehr faserig. Hier könnt ihr das sehen. Davon hat sie jetzt so eine gute Schaufel bekommen. Ich habe so eine kleine Schaufel. Also die ist jetzt nicht übergroß. Ich weiß gar nicht, wie viel da ungefähr drauf passt. Werde ich nochmal genau für euch auswiegen. Aber sie soll sich ja sowieso erstmal dran gewöhnen. Und jetzt kommt da noch Kieselgur drüber. Und dann haben wir es erstmal. Und das gleiche bekommt sie dann auch noch morgens. Letztes Jahr zu Weihnachten hatte Carlson sein Kamel bekommen. Aber das hat leider nicht ganz lange überlebt. Und jetzt hat Carlson ein neues Kuscheltier hier hängen. Und er sieht auch noch aus wie Carlson. Ich habe davon auch noch eins, falls Palu auch eins haben möchte. Und bevor ihr jetzt fragt, warum Holly und Sammy keins haben, bei den beiden weiß ich, dass sie sowas nicht so cool finden. Ich denke mal, Palu werde ich morgen auch noch mal eins reinhängen, um zu gucken. Aber auch der war bis jetzt immer recht desinteressiert, wenn ich irgendwas in die Box gehangen habe. Und nur Carlson, der findet das super und ich glaube, der ist auch immer noch am Spielen. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes. Wir machen jetzt hier Holly fertig und dann werde ich sie reiten. I'm tripping. You can light it up, girl. I ain't the guy judging. And baby, that's on me. I don't need a boost. This is every part of me.
Kennt ihr das Problem bei euch auch gerade im Stall, dass alles so klamm ist? Bei uns ist alles richtig so feucht und es wird gar nicht trocken. Und auch wenn wir die Pferde dann mit den Bürsten abgebürstet haben, wenn sie noch geschwitzt haben, kriegen wir die Bürsten gar nicht sauber. Deswegen habe ich jetzt hier eine frische Bürste mit. Das ist eine Kadetsche. Ich mache mal eben kurz Werbung. Die gibt es bei uns auch im Shop zu kaufen. Hier mit meinem Logo. Und die ist echt super, weil die hat so ein bisschen längere Borsten. Und gerade so, die ist nicht zu hart, aber auch nicht zu weich. Und auf dem geschorenen Fell bürstet die echt super. Man kriegt sehr, sehr gut getrockneten Schweiß runter und aber auch Staub. Und das scheint auch sehr angenehm zu sein. I am open for business. I can be your gun, baby, you will be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. Yeah, baby, there's no... Während Patrick gerade noch Holly putzt, habe ich mir jetzt mein Handy geschnappt und ich habe ja dazu aufgerufen, dass ihr mir noch Fragen stellen könnt, die ich in diesem Follow Me Around versuche zu beantworten. Einige habe ich schon mit eingebaut, aber ich gucke mal, ob da noch irgendwas Hochinteressantes ist, was ich euch jetzt mal beantworten kann. Und vielleicht gehe ich ein Stück zur Seite, dann könnt ihr Patrick noch sehen. Ist vielleicht viel spannender, als mich zu sehen. Was euch brennend interessiert ist, wie es mit Palou weitergeht, das kann ich euch nach wie vor nicht ausführlicher erzählen, als dass er auf jeden Fall bis März 2018 bleibt. Wenn es irgendwas Neues gibt, werde ich euch das natürlich mitteilen. Dann kam noch die Frage, warum ich meine Pferde bandagiere. Und ich muss sagen, ich finde Bandagen als Beinschutz sehr gut, weil ich die Bandagierunterlagen immer waschen kann. Und das natürlich dann viel hygienischer ist als Gamaschen. Natürlich wasche ich auch meine Gamaschen regelmäßig, aber die Bandagierunterlagen haue ich öfter mal in die Waschmaschine. Außerdem habe ich das Gefühl, dass da auch nicht so schnell Sand runterkommen kann und deswegen bandagiere ich sie gerne. Und wenn es um die Optik geht, kann ich natürlich dann auch immer passend zu meinen Schabracken kombinieren. Was ich für Sammy für einen Sattel benutze, zurzeit tatsächlich den Equiline Springsattel, da Sammy gerade im Winterspeckmodus ist und der Dressursattel derzeit nicht passt, das eigentlich ja ihr Sattel ist. Von daher reite ich sie im Moment mit dem Equiline Springsattel, mit dem habe ich sie ja auch letztes Jahr immer gesprungen und der liegt eigentlich sehr, sehr gut und deswegen benutzen wir den, aber unsere Sattlerin kommt bald. Auf die Gebisse meiner Pferde gehe ich demnächst in einem extra Video nochmal ein, denn ich habe ja bei Carlson und bei Holly ein neues Gebiss drin und das werde ich dann nochmal in einem extra Video ein bisschen erklären und behandeln, das Thema. Ich glaube, das waren so jetzt die top aktuellsten Fragen und die wichtigsten Fragen. Ich werde aber auch noch in Ruhe weiter Fragen raussuchen und die immer mal irgendwie für euch beantworten. Deswegen, ihr könnt mir auch immer fleißig weiter eure Fragen stellen. Irgendwann finde ich bestimmt die Zeit und den richtigen Moment, um sie euch zu beantworten. Und jetzt werden wir weitermachen. Auch eine ziemlich häufig gestellte Frage, die ich euch jetzt gerne hier beantworte, ist, warum wir die Hufe vorm Reiten einschmieren. Das machen wir einfach, weil dann lassen sich die Hufe nach dem Reiten wesentlich leichter reinigen. Dafür machen wir dann aber nach dem Reiten keine Pflege mehr drauf. Und zurzeit verwende ich, das habe ich sonst auch noch nie benutzt, das Winterhufgel von Efeu. Und ich mache jetzt noch mal eben kurz Werbung, damit ihr wisst, wo es das gibt. Das kann man auch bei uns im Shop kaufen. Links findet ihr unten in der Infobox und also das Auftragen ist echt super. Es ist jetzt nicht ganz so ergiebig wie Huffett. Das muss ich so zugeben. Also man hat einen höheren Verschleiß, aber das finde ich echt sehr gut. Ja. Und ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, es ist nicht gut, wenn man sowas auf die Hufe macht oder zu viel davon drauf macht. Aber mein Hufschmied hat mir vergewissert, dass meine Pferde alle eine Top-Hornqualität haben. Und von daher werde ich fleißig weiterschmieren. So, Patrick hat schon mal Schritt geführt. Oh oh. Heute ist der Tag der Fragen, die beantwortet werden müssen. Eine weitere Frage ist, warum ich immer mit der reite und nicht mit meiner schwarzen Cap. Und zwar habe ich in beiden das gleiche Inlay, also dieses Polster von innen, in der gleichen Größe. Aber anscheinend unterscheiden sich die Modelle doch ein bisschen, weil die schwarze leider ein wenig zu groß ist und ich mir das mal in kleiner holen wollte, dieses Innenteil. Habe ich noch nicht geschafft, bin zu gemütlich dafür, deswegen reite ich immer mit der braunen. We'll be right back.
weeks, we only get better. We only get better. We're slipping up. We only get better. We only get better. We only get better. Got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Hier steht meine wunderhübsche Holly. Wird gerade wieder sauber gemacht. Und es gibt bestimmt ein paar von euch, die uns schon so ein bisschen länger verfolgen. Und denen vielleicht aufgefallen ist, dass Holly, ich versuche es mit dem Finger zu zeigen, da an dem Muskel immer ein bisschen unschön geformt war, aufgrund von falscher Haltung. Und jetzt ist ihre Halsung schon viel besser und viel gleichmäßiger geworden. Ja, unschön geformt. Holly ist nicht unschön. Sie ist vielleicht anders geformt gewesen, aber jetzt du kannst die Schuld ist sie ja noch etwas besser geformt. Du kannst die Schuld doch in meine Schuhe schieben. Ja, du hast sie nicht richtig gerettet. Auf jeden Fall bekommt sie jetzt wirklich schon richtig, richtig tollen Hals. Und da, wo der Ansatz sein soll, da bildet sich ein toller Muskel. Und dass sie glänzt, das brauche ich ja gar nicht erzählen. Das wisst ihr ja, Patrick ist ja der Supergroom. Sehr gut, Saskia. Dass du sie jetzt so gut reitest, dass der Muskel sich jetzt richtig formt. Und fertig geputzt steht hier schon mein Champion. Mein wunderhübscher Carlson. Oh, wie kann man nur so schön sein? Das könnte ich eigentlich über alle meine Pferde sagen, aber ihr wisst ja, Carlson ist halt Carlson. Und Bernadette habe ich auch schon, jetzt sattel ich ihn und dann werde ich ihn ein bisschen reiten. Also er war vorhin beim Schrittführen ziemlich gut drauf und auch gestern war der ziemlich gut drauf beim Reiten. Ich bin mal gespannt, denn er ist nämlich so in der Winterzeit ein bisschen frech. Ein heißes Eisen, wie man so schön sagt. Baby with a